wake up. Aus der Sicht des Geisenfelder Bürgermeisters, wir haben, und das ist ganz gut, die aktuellsten Zahlen von heute hier. Wir haben in Geisenfeld 85, also im Stadtkern und den Ortsteilen, in zwei Ortsteilen, 85 Asylanten plus 12 Fehlwilliger, die rechne ich aber immer zu den Asylanten dazu, plus 6 unbegleitete minderjährige Jugendliche, die in einem Objekt betreut werden. Das sind 103 Personen praktisch im Stadtkern. Und es sind aktuell in der Patrouillenstellung Pfeilmoos 173 Asylbewerber insgesamt, also 276. Damit sind wir die Kommune, die Stadt, die die meisten Asylbewerber hat. Bis jetzt aktuell da die Stadt Pfaffenhofen durch die Trabrennbahn gleichzieht. Und deswegen freue ich mich auch, dass diese Veranstaltung, das erste Veranstaltung, bei der Kommune stattfindet, die auch am meisten mit dem Thema Asyl betraut, betroffen, belastet ist. Ja, der Bürgermeister steht im Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist er natürlich ein Christ, er ist human eingestellt und letzten Sonntag in der Predigt von unserem Dekan Stadtpfarrer Thomas Stummel, der dieses Thema Asyl auch in seiner Predigt aufgegriffen hat, hat er sehr beeindruckende Worte gefunden und ich denke, und da freue ich mich, dass so viele Leute aus dem Asylhilfekreis auch da sind, die einfach mit wahnsinnig viel Engagement und Herzblut sich um das Thema Asyl annehmen, sich um die Menschen, die ja, traumatisiert sind, die eine riesen Flucht hinter sich haben, die sich um diese Leute kümmern. Und das ist unheimlich viel wert und dass man dieses Engagement lobt. Denn die machen nicht nur sondern ganz bewusst was als Thema für die Flüchtlinge, sondern sie tun auch eine Menge für uns als Bürgerinnen und Bürger. Sie sorgen dafür, dass der soziale Friede erhalten bleibt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Es gibt Gott sei Dank viele Leute mit einer auch wachsenden Zahl, die sich um das Thema annehmen, die gewillt sind, eine ganze Menge auf sich zu nehmen, die viel ihrer Freizeit opfern. Aus persönlichen Anliegen, einfach aus Mitmenschlichkeit. Und dann gibt es die anderen, die sagen, Bürgermeister, du musst dich wehren. Es kommt eine Zeit, dass Geisenfeld die meisten Flüchtlinge im Landkreis hat, dass die, du lässt immer zu, dass immer noch mehr zu uns kommen, zu uns geschickt werden. Dann gibt es ja die Vermutung, weil der Bürgermeister kein CSU-Parteikollege oder kein CSU-Bürgermeister ist, dass das deswegen der Fall wäre. Nein, so ist es nicht. Wir haben heute mit der Patrouillenstellung eine Sondersituation, die der man entsprechend Rechnung tragen muss. Und ich freue mich auch über die Solidarität meiner Bürgermeisterkollegen, die sagen, nein, wir wollen dieses Problem solidarisch bei uns im Landkreis lösen, die sich aufmachen, ihre Quoten, die ja irgendwo festgeschrieben sind mit dem 1%, beziehungsweise jetzt einmal mit 2%, die sich auf den Weg machen, hier ihren Beitrag zu leisten, um damit auch in der Solidarität das Problem für die Kommunen einigermaßen verwirklicht zu halten. Und ich freue mich, dass wir noch keine Turnhallen belegen müssen, weil das wären natürlich entsprechende Einschnitte. Dann gibt es die einen, die sagen, Bürgermeister, in der Patrouillenstellung, du müsstest doch hergehen und die Zäune abreißen, damit sich die nicht so eingesperrt fühlen. Auf der anderen Seite natürlich diejenigen, die sagen, wie lange
wollen wir das Problem noch so zuschauen. Und deswegen werden Sie jetzt dann gleich das Wort bekommen. Wir kriegen natürlich mit, wie die Stimmung so im Lande ist, wie die Stimmung an den Biertischen ist, an den Stammtischen. Und das macht mir also die große Sorge, dass möglicherweise die Stimmung kippen könnte. Noch haben wir alle Hände voll zu tun, praktisch in der ersten Phase den Flüchtlingsansturm zu bewältigen, die notwendigsten Lebensbedürfnisse zu erfüllen, was Wohnung, Nahrung, Kleidung und Sicherheit anbelangt. Da tun alle ihr Möglichstes, auch die Mitarbeiter im Landratsamt. Und das wäre die große Hoffnung, dass dann irgendwann auch ein Ende des Flüchtlingsstroms abzusehen wäre, weil eines ist auch klar, wenn es so weitergeht wie bisher, dann stoßen wir an unsere Grenzen. Ich möchte jetzt an die zweite Phase der Integration gar nicht mal so sehr das Denken, wir sind mit der ersten Phase noch so konfrontiert, aber letzten Mittwoch in der Kommunale in Nürnberg war ein Statement vom Heimat- und Finanzminister Söder zu hören, war auch ein beeindruckendes Statement vom Gemeindetagspräsidenten, Bürgermeisterkollege aus Ahrensberg, Dr. Uwe Brandl, zu hören, der ganz, ganz deutlich und wirklich auch relativ pessimistisch, und das ist ein relativ optimistischer Mensch, der relativ pessimistisch die Dinge angesprochen hat. Also in diesem Spannungsfeld, auf der einen Seite grenzenlose Hilfe, auf der anderen Seite Besorgnis, und eines darf uns nicht passieren, wir dürfen unsere eigenen Mitbürger nicht verlieren dabei, die müssen wir mit im Boot halten. Wenn wir die verlieren würden, dann wäre es schlecht. Und es kann, aus meiner Sicht, darf es keinen Verdrängungswettbewerb geben, um bezahlbaren Wohnraum zwischen Südbewerbern und eigenen Einheimischen. Es darf keinen Verdrängungswettbewerb bei den Arbeitsplätzen geben. Es muss hier, und ich hoffe, dass uns das gelingt, eine Ausgewogenheit möglich sein. Danke.